So, wieder hallo, willkommen zurück zu einer neuen Folge Forza Horizon 3. Wir sind zurück in Australien und auch mit einem typisch australischen Fahrzeug, nämlich einem Supercar von Ford, nämlich den Ford Falcon, den sind wir letztes Mal ein bisschen mal ausgefahren, haben auch ein kleines Ford Supercar-Rennen mal mitten einfach mal in Surfers Paradise abgehalten und heute sind wir auf jeden Fall auf dem Weg hin dahin, ein neues Festival zu eröffnen, beziehungsweise wir brauchen noch ein paar Fans, dass wir das jetzt eröffnen dürfen, ist zumindest bald unser Ziel. 7200 brauchen wir noch, das ist also gar nicht mehr so viel. Mit dem PR-Stand oder sowas sollten wir da eigentlich schon hinkommen und dann heißt es zu einem neuen Festivalgebiet aufbringen. Ich bin mal sehr gespannt. Wir hatten ja in der Demo die Auswahl zwischen Surfers Paradise und dem Outback. Auch hier in der Vollversion haben wir uns ja erst für Surfers Paradise entschieden. Also theoretisch wäre das Outback noch möglich. Ich weiß nicht, ob es vielleicht hier noch einen Spot geben würde oder weiter unten. Das werden wir ja noch sehen. Wir werden jetzt erstmal uns daran machen, diese 7200 Fans noch zu sammeln. Deswegen suche ich mir einfach mal einen PR-Stand raus, weil die bringen am meisten Fans. Ich denke mal, da dürfte ein gut ausgeführter PR-Stand dürfte dafür reichen, dass das Spiel uns den neuen Zielort freigibt. Da bin ich sehr gespannt. Ich muss mal ganz kurz mal an meinen Schreibtisch, weil da liegt mich genau was vor meinem Monitor an der Stelle, wo ich echt gerne die Karte sehen würde. So, jetzt ist es auch weg, weil das lag nämlich gerade wunderschön vor der Map und das nervt ein bisschen, wenn du nur die Hälfte des Monitors sehen kannst. Also, nicht die Hälfte des Monitors, aber nicht die Karte sehen kannst. Ich sehe schon gerne, wo ich hinfahre. Auch wenn wir jetzt mittlerweile schon einen ganz guten Teil der Map kennen. Also hier Surfers Paradise und den Teil hier unten. Den haben wir doch, muss ich schon sagen, mittlerweile doch relativ gut kennengelernt. Wir können jetzt hier rechts reinfahren. Da oben ist aber noch ein... Obwohl, das EP-Schiff war oben auf einem Dach drauf. Müssten wir springen, ne? Ah, das heben wir uns wieder an. Also, aber lassen wir erstmal. Wir fahren jetzt mal den Bärstern ab. Ich will nämlich unbedingt zu den neuen Spot fahren. Ich will unbedingt ein neues Festival eröffnen. Mein neues Festivalgebiet. Deswegen ballern wir mal da hoch. Ist das ein Sprung oder was ist das? Das sieht stark nach einem Sprung aus. Ja, das ist ein Sprung. Und tschüss. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Ich knall voll in den Baum rein. Ach du Scheiße. Ah! Ich hab einen Stern bekommen. Das war auf jeden Fall nicht so gut. Ich wusste nicht, dass es Gefahrenstelle ist. Oh, aber es sollte gereicht haben. Es hat gereicht. Das hat gereicht. Katsching! Neue Festival-Location verfügbar. Mit großen Schritten voran, Boss. Ich habe eine Liste der möglichen dritten Locations. Sieh sie dir einfach auf der Karte an. Ich erledige den Rest. Okay, ja, das hat sogar gereicht, der eine Sprung. Das war jetzt auch ein ziemlich... Lebensraum von Kängurus, Reptilien und Geländewagen. Okay. Oder das Yarra Valley, Australiens Weinlandschaft. Perfekt, wenn du beim Fahren draußen auch mal was Grünes vorbeischimmern sehen willst. Da überlege ich jetzt gerade. Nebenbei, ja, der PR-Stand war jetzt gerade so ein bisschen, ich nenne mal, total crappy ausgeführt. Wir sind hier einfach nur komisch auf die Rampe zu und dann einfach in den Wald reingesprungen. Sollte man vielleicht auch eher tagsüber machen und nicht nachts, wenn man nicht weiß, wo man hinspringt. Obwohl, vielleicht ist es auch besser, weil dann weißt du eben nicht, wo du hinspringst. Das ist vielleicht manchmal auch gar nicht mal so schlecht. So, wir könnten Yarra Valley oder Outback nehmen und ich will jetzt einfach mal das Outback fahren. Wir wollen mal ein bisschen, das, was man von Australien kennt, eben diese großen Weiten, die möchte ich doch jetzt gerne mal haben. Und das wäre auch dann mal so ein Spot, wo wir uns dann mal wirklich mal ein schönes Offroad-Fahrzeug, wie die letzten Folgen jetzt schon gepredigt habe, mal holen könnten. Das wäre optimal. Und danach können wir gerne zu Yarra Valley. Ich will erstmal ins Outback. Ja. Sieh dir doch mal die neue Festival-Location an. Aber keine Eile. Das ist Australien. Das Outback geht so schnell nirgendwo hin. Ich wollte sagen, eher Australien geht, eher kommt das Outback nach Australien. Wo ist denn das Ganze? Das ist... die ganz da hinten. Das ist unser neues Gebiet. Okay, das ist jetzt also das neue Festivalgebiet hier. Das ist das Outback und das Yarra Valley wäre eben, denke ich mal, dann hier unten das, würde ich behaupten, oder? Ich würde es mal schätzen. Ich könnte mal sagen, da ballern wir direkt mal rüber, weil hier das Geile ist. Ja, hier ist nämlich auch ein Flughafen. Hier ist Solarzellen, würde ich mal. Also hier, ne, Solarzellen, hier ein kleines Dorf, was wir haben. Dann haben wir, sogar rosa Seen. Geil, also Salzseen haben wir, ich schätze mal Salzseen, werden das sein oder sowas in der Richtung. Geil. Und eben, wir haben hier eine fette Autobahn. Hier, da ist hier der fette Highway. Und eben, wie gesagt, hier ein riesiger Flughafen. Der ist wirklich riesig. Ich habe es in ein, zwei Gameplays mal so leicht sehen können. Der ist wirklich schon so leicht Fast and Furious aus Maße. So ist es gefühlt. Und deswegen würde ich mal sagen... Ah, nee, theoretisch Yarra Valley hätte auch das hier sein können, ne? Ich bin mir nicht sicher. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir haben jetzt erstmal das Outback. Und ich würde mal sagen, wir ballern zum Outback rüber. Aber, wir fahren erstmal kurz zurück nach Surfers Paradise, weil ich will mir einen Wagen nehmen, mit dem das... mehr Spaß war, weil wir haben eine Autobahn, wir haben einen fucking Highway und den wollen wir natürlich auch so befahren, wie es gehört, mit viel, viel Speed. Und nichts gegen das V-Supercar, aber 260 km/h sind nicht viel Speed. Von daher werden wir mal gucken, was wir so haben. Wir können theoretisch mal den Regera nehmen, theoretisch. Den haben wir ja noch nicht geholt.
Die könnten wir uns theoretisch mal gönnen. Einfach mal gucken, wie das Ding so marschiert hier im Spiel. Wäre ich mal sehr gespannt drüber, muss ich sagen. Wäre eine Idee. Regera oder wir holen uns neue Karre zum Aufbau. Aber ne, wir holen mal den Regera raus. Den holen wir mal raus, probieren den mal aus. Ist ja einzige, ich glaube, VIP-Cars oder irgendwie, ich weiß selber nicht. Ultimate Edition, bla, das ist irgendwie alles dabei. Deswegen keine Ahnung, welchen DLC hier drin ist. Müsst ihr euch selbst informieren. Ja, den holen wir mal raus, dann ballern wir mal darüber, würde ich behaupten, ja. Jo, wird gemacht, Madame. Das Lustige wird nämlich bei dem sein, wir werden bei denen nicht auch schalten müssen. Mein Regera hat eben wirklich kein Getriebe. Also er hat keinen Gang. Der hat keine richtige Übersetzung. Der schaltet halt wirklich. Ich glaube, er hat. Musst du überhaupt schalten bei dem? Ich blick bei dem nicht so ganz durch. Also er hat auf jeden Fall normalerweise einen Gang und den kann er komplett durchziehen. So, da sind wir doch schon mal fest im Gieten. Da holen wir uns mal ganz kurz den Regera und dann geht es rüber ins Outback. Und im Outback holen wir uns dann was Neues. Im Outback holen wir uns dann auf jeden Fall ein schönes Offroad-Fahrzeug, wie sich das gehört. Aber den Highway dahin möchte ich dann auch nochmal nutzen, um mal richtig Highspeed rauszuholen. So, Automesser. Nein, nicht Forza Vista. Da wollte ich nicht hin. Ich wollte alle anzeigen, genau. Dann machen wir wieder sortieren nach Wert, genau. Und babam, babam. So, und da müsste irgendwo der Regera bei sein. Dürfte zum Ende sein, ne? Genau, da ist er doch. Königseck, Regera, dann holen wir uns den Süßen nochmal. Das kleine Übercar von Königseck. Das Teil ist so krank, es ist wirklich sehr krank. Und holen wir uns natürlich einen wunderschönen Blau, ich würde mal sagen. Einmal bitte liefern lassen, den Kollegen. Ja, ich hätte, hallo, hier Königseck. Ja, ich hätte diesen Regera. Ja, den haben wir. Ja, den würde ich gerne mir mal nach Australien ins Outback liefern lassen. Ist okay? Ja, können wir machen. Obwohl, nee, Server Sparrow, dass ich fahre damit ins Outback. Was machen Sie? Ja, ich fahre mit dem ins Outback. Klingt das falsch für Sie? Nein, dann ist gut. Ich hatte auch schon Vermutungen gehabt. So, können wir bei dem überhaupt was tunen? Ich glaube mal nicht. Könnt ihr euch die Reifen, wir könnten Rennreifen draufbacken. Ja, natürlich ballern wir Rennreifen drauf, wenn wir es können. Komm, wir holen noch ein bisschen mehr Leistung raus, wenn wir es eh schon, wenn wir dabei sind, dann können wir dir mehr Leistung geben und schöne Felgen, weil das, was ich beim Regera überhaupt nicht mag, sind erstmal die Felgen, die finde ich kacke hässlich, die finde ich überhaupt nicht schön. Ich muss ja sagen, ich finde die One-to-One aber optisch auch schöner, also muss ich ganz klar sagen, gefällt mir Regera nicht so gut. Aber vielleicht hat hier ADV1 schöne Felgen, die so dem Regera vielleicht stehen können. Hier sind keine, wohl vielleicht Rotiform oder der 50-52 auf gar keinen Fall, da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken, also das ist, nein. Hier gibt es gar keine Rotiform. Ich suche, komischerweise nehmen wirklich nur die neuen Felgen immer im Spiel, ne? Das ist halt echt. Die sehen aber auch alle geil aus. Oh, kurze Ruckler ist gut. Das war gerade ganz schön eine Eskapade, was das war jetzt war. Alter. Ich würde auch sagen, ich nehme die einen hier. Wo sind sie denn? Die finde ich gar nicht so schlecht. Die habe ich besser auf keinen drauf. Die finde ich stehen im Regera gar nicht mal so verkehrt. Können wir die noch größer machen? Ne, wir bleiben aber 19 Zoll. Die wirken nämlich bei dem dann nicht so überdimensioniert. Arbeit fortsetzen möchte ich gerne. So, jetzt können wir theoretisch hier noch ein bisschen was machen. Was können wir machen? Differential können wir noch einbauen. Machen wir mal, dann können wir das ein bisschen einstellen. Und wir können theoretisch noch hier ein bisschen was machen. Jo, Rennfahrwerk können wir noch reinballern. Alter, ja komm, baller meine Regera auf volle Leistung hoch, weil... Warum nicht? Überkäfig mache ich nicht. Gewichtsreduktion. Wo auch immer die noch 260 Kilo her. Und wie viel wiegt der jetzt? 2000 Newtonmeter, 1,3 Tonnen, 1118 kW. Das klingt nicht vernünftig. Das klingt total geisteskrank, aber das ist genau richtig. Perfekt. So, wir gehen in unseren Einkaufskorb. Das kaufen wir bitte mal alles. Wunderschön. Für 31.000 haben wir mal unseren Regera getunt, weil man macht ja sonst nichts anderes in Australien, als den Königseck Regera nochmal ein bisschen aufbauen. Ist ja auch viel zu langsam. Ne? Was denken die sich denn auch? Kann man den Wagen noch tieflegen? Oh Gott. Ja, man kann. Alter, sogar 0,7 cm sind in der Fahrhöhe, die der Wagen sowieso schon angesiedelt ist, schon echt viel. Ich würde mal sagen... Fahren wir mal rüber ins Outback, ne? Wir nehmen auf jeden Fall die Autobahn. Also wir nehmen auf jeden Fall die Autobahn, weil die... Ich hoffe, der nimmt auch das Pen-Navi automatisch. Ja, yes, wir fahren die Autobahn. Oder den Highway, nennen wir es mal. So, wirklich kann ich Gänge kloppen. Ne, gibt keine. Wow! Okay, das kam abrupt. Problem ist, ich kann auch deswegen nicht mit Gängen irgendwie den Grip kontrollieren. Der Wagen geht quer oder er geht nicht quer. Ende. In 400 Metern rechts abbiegen. Aber ihr könnt immer auf die Geschwindigkeitsanzeige achten, ne? Rechts abbiegen. Das ist schon wirklich... In 100 ekelhaft. Metern rechts halten. In 100 Metern. Ach komm schon, bleib gerade. Ich bin gleich mal gespannt, was wir auf dem Highway mit dem Ding erreichen, weil... Wir fahren jetzt gerade schon nicht langsam, ne? Das ist jetzt gerade, also... Ist nicht so, als wären wir jetzt gerade mal kurz so ein bisschen... Rumcruisen. Jo, hallöchen!
Es war auch Supercar mitgenommen, danach in den Supersport reingeklatscht. So muss das. Du lebst den zu driften, ist halt auch assi, weil du halt einfach, wie gesagt, keine Gänge kloppen kannst. Wie lange brauchen wir eigentlich noch, bis wir auf dem Highway sind? Ja, gut, es ist noch leider ein Stückchen, aber das kriegen wir hin. Ganz vorsichtig, das Gas. Gut, selbst wenn du sanft Gas gibst, ne, der Wagen beschleunigt ja trotzdem wie ein Geisteskranker. Geradeaus, habe ich gehört. Wuhi! Ach du So, jetzt sind wir auf dem Highway. Nee, gleich sind wir auf dem Highway. So, ich würde mal sagen, lass mal trotzdem mal fliegen. Mal gucken, was er so drauf kriegt. Moin, Bugatti. Ach du Scheiße. Ja, das war jetzt schon mal nicht so gut. Man muss so überlegen. Auch ein Regera hat, sagen wir mal, G-Kräfte. Auch ein Regera kann sich G-Kräften nicht widersetzen. Also der wird auch irgendwann aus der Kurve rausgedrückt. Das habe ich jetzt mal ignoriert. War eine dumme Idee. Upsa. So, jetzt aber nochmal. Ich berühre den Trigger gerade. Ich gucke den Trigger regelrecht gerade nur an, ne? Also, damit ihr wisst, dass der Wagen trotzdem einfach quer geht. Und ist das relativ egal. So, fang dich. Danke, dass du auf die Spur gewechselt hast, du Arsch. Moin, Sam. Ja, ich kann nicht hochschalten. Bremser bringt mir nicht viel. Auf 404. Können wir das Getriebe übersetzen? Wenn das jetzt wirklich geht, dann wird das krank. Oh, wir können. Vorwärtsgänge, 1, 2. Wo hat er denn zwei Vorwärtsgänge? 404. Ein bisschen so in die Richtung gehe, haben wir dann mehr? Ja, wir haben mehr. Das waren schon mal 424. Mal gucken, wo wir landen am Ende. 435. Ich kann auch fröhlich weiter nach links gehen. Die Beschleunigung wird ja so viel nicht schlechter. Ah, so viel besser wird es jetzt auch nicht mehr. 435,6 hatten wir gerade. Ja, ich glaube, viel mehr geht da auch nicht. So, haben wir wenigstens immer noch eine ganz gute Beschleunigung. Aber wir haben jetzt auch ein bisschen Spielraum. Und gib ihm. Wuhi! Weg da! Ach du Scheiße, ist das schnell, ey. Jetzt recht die Strecke. Ist aber so, man hat ja nicht wirklich Leitplanken, ne? Oh Gott, zu viele Driver-Tare. Moin, Jungs. Wuhu! Ich wundere mich, dass ich bisher keinen Unfall gebaut habe. Ach du Scheiße, jetzt war's das. Ach Gott, oh Gott. Oh ne, alles cool. Ich wusste, dass es geht. Moin. Das ist aber ein geiler Highway, der ist schön eben und schön lang geradeaus. Den kannst du super geil ballern. Das ist cool. Guck mal, wie geil das ist. Den finde ich deutlich geiler als bei Forza Horizon 2 noch. Ich will aber nicht. Ich will einfach so zum Festival rüber. Festival, ich komme. Regera kommt geflogen. Huhi! Moin, Sam. Ich würde hier gerne was aufbauen, wenn es okay ist. Wow. Also, ich komme gleich zurück. Warten Sie. Haben wir es jetzt? So. Hallo. Ja, wir werden fürs Outback uns auf jeden Fall ein anderes Auto holen als Regera, weil ich gerade echt ein massives Problem habe. Summer! Ich berühre den Trigger ja noch nicht mal! Zwar oft nicht sonst im Kreis. Nein, wir fahren jetzt dahin. Pick dich. Kollege! Mein Gott, ist der giftig. Das ist ja echt heftig. So, bin mal gespannt, was wir da für ein schönes Festival hochzimmern. Ist ja echt mitten in den Karpaten, es ist ja mitten im Outback, da ist ja nix. Außer ein fetter Flugplatz gegenüber. Also an sich ist das der Platz für unser Festivalgebiet geil. Ja, es sind sehr, sehr lange Bauarbeiten. Und fliegende Büsche haben wir auch wieder. Wunderhübsch. Das ist es, das Horizon im Outback. Wir haben zwar knapp 50 Grad im Schatten, aber diese Leute haben trotzdem ihren Spaß. Was auch immer du da draußen machst, mach nur weiter so. Wie kann man bei 50 Grad im Schatten Spaß haben, Alter? Ich würde mir die Kugel geben. Bei 35 Grad im Schatten sterbe ich schon. Ich sterbe bei 30 Grad im Schatten schon. Okay, bei 25 Grad plus auch schon. So, gibt's hier noch was? Ich hab mir die Lage vom neuen Festival angeschaut. Echt spektakulär. Weißt du, was zu den Zelten und den Fahnen passen würde? Eins von diesen. Da gebe ich dir... wie ich es letztes Mal gesagt habe, Warren ist mein Best Buddy, Alter. Der weiß genau, was ich will. Das ist mein Mann. Warren, du bist mein Mann. Ja? Kiba kann doch nicht mein Mann sein, weil sie eine Frau ist. Aber Warren ist mein Mann.
So, wir haben drei zur Auswahl. Wir haben den Alumicraft Class 10 Waste Car, dann den Aerial Nomad und den Panel The Caller Buggy. Den und den sind wir beide schon gefahren. Den fahren in der Löffelliste und den am Anfang in dieser einen Schaurennen. Der ist aber auch noch mit drin, dieser Class 10 Buggy. Und ich würde mal sagen, den holen wir uns auch einfach mal, weil der auch nebenbei ziemlich geil ist. Klar, der Aerial Nomad ist brutal, aber ich will einen fucking Buggy. Alter, wenn durchs Outback ballern, dann richtig. Deswegen nehmen wir uns mal den schönen Kollegen vor. Und ich bedanke mich natürlich auch gratis bekommen, ne? Muss man auch mal betonen. Oh, wir haben schon einige Designs für die Kiste. Wir nehmen aber die Originalfarbe, die ist nämlich gar nicht mal so schlecht. Ja, ich möchte gerne dieses Auto einmal kaufen, bitte. Und dann gucken wir, vielleicht können wir noch ein bisschen was draus machen. Offroad-Federung vielleicht rein, weil der liegt ja höchstwahrscheinlich, hat er eine Straßenfederung und Straßenreifen hat er sich auch drauf, mit Sicherheit sogar nicht. Yep, der ist perfekt fürs Outback, da werden wir richtig viel Spaß mit haben. So, was kann ich denn hier so machen? Kann ich überhaupt was dran machen? Ich kann sogar einen. Oh, warte mal. Mutter. Oh! Na gut, scheiße, ich habe ja irgendwie mit einem V12 oder so gerechnet, aber das ist jetzt langweilig. Wir können die auf Allrad umbauen. Werde ich auf jeden Fall auch machen, weil das so sehr Heckantrieb geil ist. Ich möchte im Outback doch gerne Allradantrieb haben. Reifen könnten wir theoretisch breiter machen. Dann könnten wir hier auch andere Felgen draufpacken, die aber alle höchstwahrscheinlich beknackt aussehen werden, weil da werden wir auch schön die Originalen lassen, weil ich kann es euch ja mal zeigen. Nein, das ist hässlich. Da lassen wir schön die Originalen drauf. Getriebe können wir theoretisch das Renngetriebe einbauen, aber das Originale dürfte ein Rallye-Getriebe sein, von daher alles cool. Bremsen, da können wir noch aufrüsten, das machen wir sogar auch. Kann nie schaden. Und hier lassen wir alles soweit, würde ich behaupten. Ja, passt. Einstellung installieren einmal, bitte schön. Jo, einmal kaufen das Ganze. Wiegt zwar jetzt ein bisschen mehr, der Kollege, jetzt knapp über eine Tonne. Aber wir haben damit Allradantrieb und das sollte uns mit dem Teil eigentlich noch mehr zum Vorteil sein, eigentlich. So, ich würde mal sagen, raus geht es. Wir sind gerade erst angekommen, aber die Location Scouts haben schon Sonderziele ausgemacht. Die sind ziemlich furchtlos. Ich habe ihnen nichts von den Schlangen erzählt. Och, sind sie furchtlos, meinst du? Oh, wir haben eine unendliche Strecke hier drüben, ne? Hier ist nämlich ein fucking Flughafen. Ich fahre erstmal zu dem PR-Stand hier rüber. Und ich habe das blöde Gefühl, hierfür werde ich nochmal den Gera auspacken, weil ich will am Flughafen einmal richtig aufs Gas treten. Da ist der Gera eigentlich optimal. Du brauchst nicht extra den Radiosender zu wechseln, wenn dir der Sound nicht gefällt, Boss. Verpflichten wir einfach einen neuen. Genau, verpflichten wir die anderen beiden halt auch noch. Komm, scheiß drauf. Ja. Epitaph Records Radio. Punk, Metal und Hardcore. Da ist für jeden was dabei. Ich lasse sie gleich unterschreiben. Und die letzten lassen wir auch noch unterschreiben. Damit haben wir alle Musiksender bei uns unter Vertrag. Das musst du dir einfach anhören. Ich habe einen regionalen Klassiksender namens Timeless FM aufgespürt. Die sind wirklich auf unsere Sponsorengelder angewiesen. Und nun ja, hier und da stockt bei denen auch mal was. Ich bezweifle außerdem, dass deren Moderator je schneller als 60 gefahren ist. Hör mal rein. Ey, das ist völlig geile Musik. Ist zwar kacke, aber naja. So, ich würde mal sagen, ballern wir mal rüber zum PR-Stand. Sind Class 10 Buggy Baller. In 400 Metern links abbiegen. Ja, mal gucken, wie der Kollege so abgeht. Wir sind ja bisher nur einen im Schaurennen mal gefahren, deswegen mal sehen, was sie so normal können. Willkommen im Outback, jetzt haben wir hier wirklich massivste Weiten. Oh, okay, sie natürlich die Drifte rausbauen, super geil. Okay, da werde ich nochmal ein bisschen schrubben müssen, obwohl ich nicht weiß, ob ich das mit dem Class 10 Buggy unbedingt driften will. Na komm. Hallo. Entwickler. Warum kommen da jetzt so viele Autos? Ja, okay, ich sag mal so, Leistung habe ich jetzt keine Anliegen, ne? Der bräuchte echt Bums. Meine Fresse, der stirbt ja an sich selber. Sie haben ihr Ziel erreicht. Was ist das denn? Punkte, wie viele Zonenpunkte gibt das? Hospital Records Radio, eure Anlaufstelle für Drum and Bass in Down. Ein, okay, wisst ihr was? Wir holen jetzt mal, ich weiß, der Regera wird sich hier komplett verrecken. Aber ich will unbedingt einen Flughafen, weil da gibt es nämlich auch einen PR-Stand. Bzw. ein Rennen. Und mit dem möchte ich da gerne mal rüberballern. Okay, jetzt werde ich irgendwen töten. Oder beide, ja. Oder ich töte beide, tut's auch. Wir holen mal kurz den Regera wieder raus. Weil ich nicht, obwohl, den haben wir ja schon Topspeed ausgefahren, ne? Aber trotzdem, komm, wir fahren Regera nochmal. Ich will mal kurz über den Flughafen ballern. Dafür ist der Wagen ja prädestiniert. Der ist so zügig wie kein anderer, den wir haben. Von daher optimal. Machen wir ihn in den Königseck. Da ist der Regera, genau. Oder haben wir vielleicht einen, den wir noch schneller kriegen?
Nee, komm, wir fahren mal den Regera. Wir fahren mal mit dem Regera. Gucken wir mal, was der so kann. Wie gesagt, ich will mal den Flughafen mal angucken. Unbedingt. Und die Driftzone, vielleicht kriegen wir die auch besser hin. Kann ja sein. Wir fahren mal zur Driftzone rüber. Wir versuchen dann nochmal einmal zu driften. Wir haben bisher nämlich nur einen Stern bekommen. Zwei sollten vielleicht möglich sein. Klar haben wir jetzt kein Getriebe, was ich schalten kann, aber trotzdem. Das Lustige ist, Clubs sind immer noch gesperrt. Weil ich immer noch vor Release aufnehme. Also immer, aktuell ist noch Freitag, also der Donnerstag so rum. Also einen Tag vor Release. Da sind die Clubs wirklich erst in Release verfügbar. Links abbiegen. Oh, das steuern wir bitte nicht so sehr, komm. Ja, schön. Da kam mir ein scheiß Buggy entgegengerutscht. Nein, nicht wegdrehen. Boah, der ist aber auch eine kleine Bitch, der Regera. Das ist echt heftig, ne? Geh's mal an, ne? Sie haben ihr Ziel erreicht. Der ist wirklich mega giftig hier. So, wollen wir jetzt aber nochmal. Kein Weg ist zu weit, Horizon. Das hat ja wenig angefangen zu zählen, das ist manchmal so abfuckt. Wenn du da unten noch die Sachen am Durchzählen ist, darfst du währenddessen nicht nochmal in die Zone reinballern, weil die ab dem Moment nicht zählt. Das ist mega abfuckt, muss man leider sagen. Also da echt so strikt erstmal sein Programm durchziehen muss, bevor da irgendwas Neues wieder anfangen kann. Komm geradeaus bitte, komm. Nein, nicht wegdrehen! 43.000 Punkte ist gar nicht mal so verkehrt. Wir werden damit auf jeden Fall zwei Stellen zumindest erreichen. Aber wir werden deutlich besser als mit dem Buggy. Der Buggy für den fehlt Leistung. Hier müssen wir echt Leistung reinpumpen. Ja, zwei haben wir. Und einen Fähigkeitenpunkt haben wir bekommen. Aber wir wollten ja erstmal 10 sammeln, ne? Genau. 10 Fähigkeitenpunkte wollen wir sammeln. Wie viele Punkte bräuchten wir hier für 3 Sterne Drift? 45.000. Boah, wir waren sogar echt gut dran. Wir hätten fast 3 Sterne hinbekommen. Ah, komm, okay, jetzt probiere ich nochmal. Die 3 Sterne kriegen wir hin, Der Bank steht nämlich wunderschön durch den Sektor einfach. Jao, dankeschön, Alter, der hat ja richtig draufgehalten, der Arsch. Die Bank hat es nämlich schön langsam rutschen lassen, ist nicht an sich echt geil. Ah, 43.000. Also die 45.000 kriegen wir hin. Der Regera kann das. Der geht nämlich mega gut quer hier. So, ich muss kurz warten, bis er da oben irgendwie durchgezählt hat. Na komm, lass mich fahren jetzt. Weil bevor der unten nicht durchgemacht hat, fahre ich ja gar nicht mehr rein, weil sonst ist es nicht unnötig. Okay, wir drehen wieder um. Da wo kam ich? Jetzt ist jedes Mal so, du fährst in Driftzone rein, Driver-Tare müssen kommen. Es gibt keine Driftzone, wo mal keine Driver-Tare entgegenkommt. Das ist echt abfuck. So, nochmal. Ist jetzt Ruhe? Ein bisschen. Deswegen habe ich die ganze Fähigkeit mittlerweile umgesetzt. Neben der Strecke. Yes, da haben wir's. Bam. Ja, Regera kann driften, wenn man's will. Ist recht, bei dem Untergrund ist halt einfach nur Gas durchdrückt. Dann ist alles angesagt. Kitsching. 3 Sterne, Boss. Falls diese Manöver dich nicht umbringen, machen es vielleicht deine frenetischen Fans. Ja, sehr gut. Haben wir noch ein paar zusätzliche Fans bekommen. Ich würde sagen, wir fahren dann mal nochmal rüber zum Flughafen hier. Das Rennen fahren wir jetzt vielleicht nicht direkt, aber wir werden mal ganz kurz hier einmal eine Runde über den Flughafen drehen, wo wir gerade hier sind. Hier durch ein Rennen noch. Nebenbei eh ein Offroad-Rennen, von daher, da können wir dann sowieso. Gibt es eine Löffellisten-Herausforderung? Soll ich für Sie eine Route dahin festlegen? So, dann fahren wir mal schön auf den Flughafen drauf und dann gucken wir uns den mal kurz mal an, nochmal, Ende der Folge. Hier fährt man unter der Landebahn durch. Ich würde aber gerne drauf. Ich würde den Regera mal richtig gern treten. Und ich würde sagen, fahren wir da mal zum Ende hin. Ja, der ist auf jeden Fall von den Dimensionen noch mal ein bisschen krasser als der im Forza Horizon 2. Im Forza Horizon 2 war auf jeden Fall nicht verkehrt. Der war schon relativ groß, aber der ist hier noch mal ein anderes Kaliber.
Also, wir fahren so oft die KI in die Karre, dass ich... Hallo, jetzt auf rückwärts zu fahren! Mann, ey! Wenn du da draußen beim Herumfahren eine heruntergekommene Scheune siehst, halt lieber mal an. Mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass dort ein Klassiker versteckt sein soll. Lalalala. So, was heißt das? Wir haben eine Lüft, wir haben einen Scheunenfund gefunden, genau. Der Lukas macht ab dem Moment jetzt... Da hinten ist noch ein Schild, das wir mitnehmen. Ab dem Moment macht der Lukas nämlich jetzt das Radio aus, weil wir den nächsten Scheunenfund nicht spoilern lassen wollen. Wir haben einen Stufenaufstieg, nice. Aber wir wollen es nicht spoilern lassen, weil wir genau wissen, der Kollege im Radio wird jetzt wieder so krass seine Fresse aufreißen und mir exakt sagen, welches Auto da sein soll. Oh, erstmal ein Auto geworden. Ja, geil. Schäbige geht von Wunder, nehmen wir gerne mit. Ja, auf jeden Fall, der wird nämlich sonst wieder rausbauen, welcher Wagen. Das ist, das wollten wir uns diesmal nicht spoilern. Deswegen fahren wir jetzt mal eine Runde ohne Radio. Weil anders geht es ja nicht. So. Warum böllert der da links und rechts, obwohl er Mittelauspuff hat? Ich würde jetzt spontan behaupten, das ist ein Bug. Ich würde spontan behaupten, das soll nicht so. Ich habe das Gefühl, der Regera hat eigentlich einen Mittelauspuff, aber nicht zwei nicht links und rechts wart. Weil das ist falsch, da. Das ist auf jeden Fall nicht richtig. Oh, Alter, geh mir nicht auf Eier, KI. Hör auf, mir die Karre zu senden, wenn ich gerade um die Kurve fahren will. So, nochmal. Wie die schnell der Speed drauf kriegt, ne? Das ist halt echt abartig. Ich guck jetzt mal an. Ja, okay, die Landebahn ist auf jeden Fall nicht kurz. Die ist auf jeden Fall nicht kurz. Ich bin fast Topspeed drauf. Das ist scheiße. Oh Gott. Oh fuck, Alter. Ja, alles cool, wusste ich. Das sollte genau so passieren. Das wollte ich exakt so haben. Ich würde sagen, mit diesem wunderschönen Abgang bin ich raus für die heutige Folge hier bei Let's Play Forza Horizon 3. Nächstes Mal geht es dann hier im Outback weiter und wir werden hier ein bisschen aufräumen und auch die Offroad-Rennen fahren und natürlich auch den Buggy ein bisschen aufbauen, weil der ist doch zu langsam serienmäßig. Haben wir noch nicht genug Leistung und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, würde mich sehr darüber freuen und dann in der nächsten kommenden Folge wieder. Bis dann, ne? Ciao. Ah ja, und wir werden den Scheunenfund suchen, das nebenbei auch noch, das ist ja auch so eine Sache, aber deswegen haben wir nächstes Mal erst, den werden wir erst suchen, weil sonst haben wir die nächste ganze Folge kein Radio. Haha.